Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stoneblock. Stoneblock Folge 10 mit mir, dem Moff. Und hab ja gesagt, letzte Folge Base Tour, dass ich dann direkt am nächsten Tag wieder ein Video raushaue, weil in der letzten Folge nicht viel passiert ist. Und ich habe jetzt eigentlich direkt dann wieder auf den Aufnahmeknopf gedrückt, habe gar nichts vorbereitet, habe jetzt lediglich noch zwei Endermänner getötet. Und oh, wir haben auch ein Enderman-Head. Und da ist mir noch eingefallen, dass ich doch nicht alles gezeigt habe. Aber nur eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe, das Thema Prutensium Furnace. Ich habe aufgrund der Geschichte, dass ich ja diese Mystical Agrikultur gemacht habe, habe ich mit Prosperity und habe mir dann praktisch den Prutensium Furnace gemacht. Entsprechend habe ich das eine oder andere hier schon an Quests erledigt und die Loot Chest, muss ich mal gucken, wo ich die habe. Die habe ich hier drin, die machen wir demnächst dann auch irgendwann gemeinsam auf. Okay. Dann steigen wir ein in die Folge heute und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir hier das eine oder andere an der Siebgeschichte automatisieren wollen. Okay, fangen wir hinten an mit Dust und Sand. Dafür brauchen wir erstmal gar nichts. Dafür räume ich jetzt erstmal auf, damit wir hier Platz haben, was ich so jetzt halt nicht brauche. Sprich, hier geht alles rein, was wir so in der Rohrgeschichte schon drin haben. Und hier machen wir mal alles weg, was wir so nicht brauchen jetzt. Die Kisten brauchen wir jetzt auch nicht, wobei eine Kiste kann ich eigentlich da oben mit dran setzen. Dann wird die automatisch größer und nein, das heben wir mal auf, das können wir gebrauchen. Dark Oak Blocks, die habe ich ja geschisselt, wobei wir uns aber dann noch eventuell was später holen können. Gut, dann legen wir los. Gehen wir los mit dem Thema hinten Sand und Dust. Dafür brauchen wir einmal die Geschichte, dass wir den User nutzten, Roost, wo wir Sand herstellen mit den Chickens. Die Jungs, die brauchen Energie und Sand ist ja kein Problem, können wir direkt hier reinfließen lassen. Dafür nehmen wir die Item-Extractor und die Item-Kabel. Was wir dann machen müssen ist, wir müssen den Sand weiterverarbeiten, so und das. Und da habe ich mir die Geschichte überlegt, Mechanical User, Blockblazer, auch von Cyclic. Es gibt auch einen Blockbreaker von Cyclic, aber der ist ziemlich langsam. Deswegen weiche ich da auf extra Atulitis aus. Der ist doch ziemlich richtig gut. Den haben wir ja dann irgendwann mal gekraftet. Ich habe jetzt dann letztes Mal ein mehr gekraftet, weil wir zwei brauchen. Item Collector nehmen wir dann, Sound Muffler, damit es ein bisschen leiser wird. Und was mir noch einfällt, wir brauchen mal zwei Sticks, genau, und wenn wir den Mechanical User nehmen und Sand zu Dust weiterverarbeiten, brauchen wir einen Hammer. In der Regel ist es so, wenn wir da jetzt einen Hammer reintun, der verbraucht sich. Sprich, wir müssten immer wieder neue Hammer produzieren. Da gibt es aber eine wunderbare Möglichkeit und die zeige ich euch jetzt. Da gehen wir zu unseren Chickens hinten. Nehmen einmal einen Stick. Hauen da auf so ein Chicken. Und ihr seht, das wird jetzt richtig böse. Und das machen wir uns gerade mal platt. Ich hoffe, dass es nicht mich platt macht. Das ist doch schon ziemlich aggressiv. Und wir bekommen einen Chicken Stick. Ja, richtig nice. Und das Thema machen wir jetzt halt noch einmal. Das heißt auch dich da. Machen wir gleich mal dich kaputt. Komm her, mein Freund. Oh, das ging ziemlich schnell. Ziemlich aggressiv, die Jungs. Und wenn man die tötet, bekommt man so einen Chicken Stick raus. Chicken Stick haben den Vorteil, die sind unzerbrechlich. Richtig gut. So, dann essen wir mal was. Und bauen dann hinten die Sache auf. Gehen wir mal da rein. Ich habe schon das eine oder andere hier vorbereitet. Das heißt, wir werden ja hier... Blöcke habe ich. Werden hier praktisch diesen User hinsetzen, werden hier den User hinsetzen und dem müssen wir jetzt auch praktisch noch das Zeug zuführen und das Zeug führen wir ihm zu, indem wir dann praktisch da hinten da unten die Leitungen machen. Da hinten machen wir Strom dran oder ja, Strom machen wir hier dran, damit die Strom bekommen. Da machen wir ein 3x3 Feld. Das Ding, ne, lassen wir erstmal aus. Ist so, dass die jetzt praktisch oder dass der jetzt hier in diesen Bereich sieht. In diesem Bereich habe ich drin zwei Deer Sieves und der Rest alles Iron Sieves. Richtig gut. Der braucht jetzt noch ein bisschen Material und Material geben wir ihm durch die Chickens. Und die Chickens können wir eigentlich hier hinstellen. Das heißt, komm, das Glas machen wir weg. Setzen die Rooster hin
und machen die Chickens rein und somit produzieren wir Sand. So, diesen Sand lassen wir jetzt praktisch hier runterlaufen. Gehen wir einmal darunter. Da habe ich schon mal so einen kleinen Gang gemacht. Das passt. Sprich, wir nehmen einmal Item Collector. Gehen hier runter. Der müsste eigentlich schon Sand bekommen. Lassen wir aber aus, weil der muss nicht so viel jetzt erziehen. Weil wir müssen erstmal hinten dann auch das andere produzieren. Das andere bauen, damit wir das Zeug, was hier gesiebt wird, auch eingefangen wird. Jetzt ist es so, dass wir hier machen wir uns ein bisschen mehr Platz. Können wir eigentlich dann hier zumachen wieder. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das können wir nämlich direkt da hinten durchführen, das Kabel. Das passt soweit, genau. Gehen wir bis da hinten hin. Ja, wir gehen bis da hinten hin. Oder bauen wir den höher? Ne, dann bauen wir eins höher. Komm, sieht schöner aus, wenn wir ihn höher bauen. Weil wir haben hier. Genau, bauen wir hier oben auf. Wir nehmen den Blockbläser. Blockbläser, da geht praktisch Sand rein. Sand über die Kabelgeschichte. Ziehen wir hinten hoch das Kabel. Somit geht hier Sand rein. Sehr gut. Der platziert mir Sand. Das passt soweit. Hat er eigentlich schon Strom? Nee, das heißt, wir müssen ja auch erstmal da runter wieder dann. Halt, nee. Da müssen wir, weil Sand, wenn der droppt, der fällt runter. Genau. Dann haben wir den Mechanical User. Den Mechanical User setzt man da hinten hin. Dieser Mechanical User bekommt jetzt praktisch so einen Chicken Stick. Und der macht dann Use Item on Block mit Left Click. Bedeutet, wenn wir den einmal mal anmachen, sehen wir, produziert er das. Und damit dieser das dann aufgefangen wird, habe ich dann den Item Collector mir genommen. Den setzen wir dahin, dann machen wir eine Range von 3x3 und sagen, bitte nur Dust auffangen. Ja, das heißt, er tut dann hier praktisch dann Dust auffangen. Wir kommen nicht, oh, das hat wehgetan. Wir kommen nicht in die Quere mit den 7, das ist gut. Und was auch gut ist, wir kommen auch nicht in die Quere mit dem hier. Weil wenn wir uns den anmachen, der geht bis maximal darüber. Jetzt muss ich den ausmachen, damit man es besser sieht. Der geht maximal bis darüber, das heißt, der greift nicht auf den Zahn zu. Richtig gut. So, machen wir den auch aus. Nicht, dass man blind werde. Machen den aus, dass man nicht blind werde. Der braucht noch Strom. Ne, der braucht keinen Strom. Der braucht jetzt erstmal natürlich auch Strom, aber er braucht eine Zuführung auch von dem ganzen Material. Das heißt, du bekommst einmal hier Strom, dann machen wir hier einmal Extraction und gehen da lang. Genau, somit müsste hier eigentlich rein theoretisch das reingehen. Wenn der Item Collector was hat, und der hat nichts. So, damit die Geschichte nicht so laut wird, habe ich mir einen Soundmuffler gemacht. Das heißt, das Thema kommt dahin. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir den anmachen. Der fängt nichts auf. Warum nicht? Achso, okay, jetzt. Das heißt, die Geschichte müssen wir uns nochmal holen da hinten. Das funktioniert wunderbar. Das heißt, der fließt da rein. Der müsste eigentlich hier reinfließen. Richtig gut. Ja. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir mit dem ganzen Thema, wenn er zu schnell ist. Sprich, er überflutet ja, wobei wir haben hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist ein Thema, da muss ich dann immer wieder hin und wieder mal gucken und vielleicht das dann deaktivieren. Das schön bauen, mache ich wieder dann zwischen den Folgen. Und jetzt ist es so, dass wir hier 7 und hier und dem müssen wir noch dann 3x3 Feld machen. Und somit ist das Thema zumindest schon mal erledigt. Wir könnten rein theoretisch mal einen Testlauf machen, ob es funktioniert. Das heißt, haben wir Glas da? Genau, wir haben Glas da, wir haben da hinten Stein. Doch, ich mache das schon alles zu. Wobei hier können wir nichts zumachen, aber das können wir zumachen. Das Thema, da machen wir gerade einfach so ein Glas hin, oder? Genau.
Was haben wir noch da für Material? Hab ich da überhaupt irgendwas drin? Ne, haben wir nicht so viel Material da. Gut, heißt, ich werde doch demnächst oder doch dann das schön bauen zum späteren Zeitpunkt machen. So, sprich. Warum gehst du da rein? Ich weiß warum. Du nutzt auch alle, wobei ist ja eigentlich nicht weiter dramatisch. Wir würden dann 1, 2, 3, 4, 5. Es kann sein, dass da mal vielleicht an den Sand reingeht oder ja, wie hier sieht man es, oder ein Tast. Ist eigentlich nicht weiter dramatisch. Das lassen wir einfach so. Ich hätte besser hingehen sollen, die dann nochmal eins auseinandersetzen, damit die nicht miteinander verbunden werden. Dann funktioniert es doch besser. Jetzt lassen wir die Geschichte einfach so laufen. Richtig gut. Und dann gucken wir mal. Die Kiste müsste sich dann richtig ruckzuck füllen und oh, die füllt sich richtig schnell. Heißt, wir machen das Thema nochmal aus, dass sie mal doch schon ein bisschen richtig gut vorwärts kommen. Bedeutet, dich machen wir aus. Dich machen wir aus. Und was wir dann richtig auch machen können ist, das können wir jetzt halt eigentlich noch machen. Wir schauen uns mal an, ob wir das Material als dazu haben. Wir holen uns nochmal so einen Advanced Collector. Nein, das war nicht Collector, sondern Redstone Interface. Dafür brauche ich nochmal das hier. Dafür brauche ich ein Stable Enderpearl. Das heißt Obsidian, Lapis, Enderperlen. Holen wir uns mal alles. Jetzt räumen wir erstmal Eier auf. Das heißt, du kommst weg, du kommst weg, du, du. Du kommst weg. Haben wir noch was drin? Komm, machen wir dich auch weg. Da machen wir erstmal auf und dann machen wir die Geschichte, dass wir das Thema auch dann ansteuern über das Thema. Über das Thema Redstone Interface. Chicken, Chicken, Chicken. Die Boss-Body Shards hätten wir dann. Die Chicken kommen hinten hin. Haben wir noch was, wo wir da reintun können? Die Kabel können wir reintun. Können wir mal das rein, das ganze Glas, Stein. Machen wir hinten die Chickens rein. Ich muss mir wieder Äpfel durchbraten. Ich habe sie schon wieder alle gegessen. So, Chickens machen wir da rein, die Geschichte. Und somit haben wir zumindest ein bisschen aufgeräumt. Holen wir uns gerade ein paar Äpfel. Die braten wir noch durch. Holen wir uns einen Stack. Holen uns einen Stack Obsidian. Brauchen wir. Dann brauchen wir Cobblestone. Weiß ich nicht. Wir nehmen uns mal einen Stack Cobblestone mit. Wir brauchen Lapis. Enderperlen habe ich gesehen. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Enderperlen, Lapis. Lapis haben wir da. Enderperlen haben wir da. Und dann gucken wir mal, was man da jetzt halt auf die Schnelle zusammengekraftet bekommen. So, das heißt, ich brauche einmal das hier. Einmal den hier, dann brauchen wir ein bisschen Redstone. Somit können wir uns den hier machen. Und jetzt fehlt uns noch ein bisschen Holz. Holz auch kein Problem. Komm, wir schmeißen gerade mal da oben die Äpfel rein, damit die durchgebraten werden. Holen uns ein bisschen Holz. Zack, zack. Machen das klein. Sprich einmal du, du, du und somit haben wir. Ah, das ist Block of Redstone. Wäre ziemlich 33 lang das. Ja, müsste lang. Aber wir haben ja noch ein Stack hier. Das hat 1, 2, 3, 4 brauchen wir da. Gut. Somit haben wir den hier. Wir brauchen noch einen Lever. Da machen wir uns gerade den Lever noch. Und wir brauchen den Filter, dieses Paper, wie hieß denn das noch einmal? Filterpapier, welches Filterpapier waren das noch mal? Schauen wir uns das noch mal an. Position Filter, das war das hier. Dafür brauchen wir Lapis und Paper. Easy peasy. Kraften wir uns gleich mal 1, 2, 3, 4 Stück. Komm, wir machen uns mal 8. Lapis haben wir noch. 32 Lapis brauchen wir dafür, das langt. Hallo? Geht da kein Lapis? Was muss da doch Lapis gehen, oder? Aber ist kein Problem, wir brauchen Purple Dye. Und Purple Dye haben wir ja auch. Nutzen wir das hier so lang. Da haben wir es, Purple Dye. Können wir dann hier craften. Das heißt, das war einmal so, so, so und so. Ups. So und so. Viermal. Somit haben wir die Positionsfilter. Sehr gut.
Und jetzt die Frage, wo wir den Gute hinstellen. Ach, den stellen wir uns da hin. Den stellen wir uns da hin, der bekommt dann einen Lever. Den Lever können wir uns ja da hinstellen, dahin machen. Sollte eigentlich funktionieren. Schauen wir mal. Sprich, wir nehmen 1, 2 Positionsfilter. Wo sind die jetzt? Ah, bestimmt da in dem Ding drin. Das heißt, einer geht dahin, einer geht dahin. Und dann machen wir uns die Geschichte da rein und schauen wir mal. Jawohl, die 7. Sehr gut. Und da können wir wieder anmachen, ausmachen. Es wäre aber sinnvoll, wenn ich auch hinten den hier ausmachen würde, oder? Weil da geht doch bestimmt einiges rein. Wobei, da ist noch ziemlich leer. Es geht eigentlich. Ich lasse es mal so laufen. Gut. Da haben wir die Geschichte. Jetzt gehen wir an die Geschichte, dass wir Cobblestone-Generator uns noch machen. Dafür brauche ich bisschen Lava. Dafür brauche ich Buckets und Wasser brauchen wir dafür. Und dann machen wir uns gleich Tier 2. Den Tier 2. So, komm, Chickens machen wir da rein. Holen uns mal ein bisschen Wasser. Das heißt, einmal Wasser gerade mal bitte. Und einmal Lava. Und bauen uns gerade einen Cobblestone-Generator. Habe ich Glas? Ne, Glas habe ich da hinten aber. Vielleicht kriegen wir die Geschichte auch noch hingebaut heute. Das heißt, wir brauchen das hier. Da haben wir ja ein Crafting-Table. Ich habe mir überall immer mal so ein Crafting-Table hingestellt. Das heißt, es war so, so. Glas war, glaube ich, in die Mitte. Und einmal das hier. Und somit haben wir den Tier 1. Und dann machen wir uns dann direkt den Tier 2. Und normalerweise müssten wir uns auch den Tier 3 machen können. Haben wir genug Diamanten da? 9 Stück langt. Ich gehe wahllos mit meinen Diamanten um. Wahnsinn. Aber wir bekommen ja demnächst einiges an Diamanten raus. Somit haben wir den Tier 3. Du ein bisschen schneller Cobblestone generieren. Passt soweit. Bedeutet, wir müssen aufbauen. Die gleiche Geschichte wie da drüben. Das heißt, wir brauchen den hier und den hier. Die Geschichte würde ich gern hier aufbauen und würde den dann von davon dann füttern. Bedeutet, muss mal gucken vom Itemfilter. Der hat einen Range Collector. Wie weit geht der bis dahin? Das heißt, der steht uns sitzende Füße. Passt. Das heißt, den anderen kann man da in die Ecke stellen. 1, 2, 3. Gehen wir da rein. Das heißt, auch hier machen wir den hier hin. Der bekommt den Chicken Stick. Chicken Stick. Dann brauchen wir die Item Collect. Oh, da brauche ich noch ein paar Item Kabel. Wir brauchen das hier. Wir brauchen einmal den hier. Aber jetzt tun wir erstmal ein bisschen was produzieren. Das heißt, Chicken kommt hier rein. Dann machen wir Use Item on Block. Left Click. Block Blazer. Jetzt ist die Frage, geht es automatisch in den Blockbläser rein? Teste ich mal. Wenn ich da jetzt einen Blockbläser drauf setze. Jawohl, das funktioniert. Also, du und du und du dann da unten hin. Das heißt, Cobblestone-Generator machen wir dahin. Den Blockbläser, wo ist mein Blockbläser? Da. Der kommt dahin. Der füllt sich ja, den können wir schon anmachen, ist überhaupt kein Problem. Ne, den machen wir aus. Gravel, das heißt Item Collector, auch wieder dahin, der braucht keinen Strom. Machen wir 3x3, haben wir Glas. Ja, machen wir uns erstmal Glas außenrum, damit da nichts passiert. Passt. Jetzt müssen wir die Geschichte nur ein bisschen weiter verarbeiten. Das heißt, er geht raus und jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Den Gute stellen wir dahin, oder? Ja. Das heißt, ich muss hier rein. Die Frage, wie macht man das? Ich habe ja einmal die Energiegeschichte. Ja, das gefällt mir nicht.
Ah, dann kann ich anders setzen. Moment, dann setze ich so. Genau, dann setze ich so. Weil dann können wir uns nämlich eine Stufe hochtun. Nein, doch. Aber falsch rum haben wir gesetzt. Cobblestone. Der muss nämlich so rumgesetzt werden. So. Und jetzt schauen wir mal. Dann können wir nämlich Offset, können wir den auch. Ne, dann können wir nur eins hochtun. Ja, so sieht das besser aus. Den sieht man zwar nicht, aber ist nicht weiter dramatisch. Bedeutet, den machen wir hier zu. Somit haben wir nämlich die Möglichkeit, und damit es dann sauberer ausschaut, ich muss hier raus. Das heißt, ich muss hier rein. Da brauche ich ja noch ein bisschen Kabel, sehe ich gerade. Das wird nicht ganz lang. Aber ist kein Problem. Kraft mal uns welches. Das heißt, wir gehen einmal ganz runter. Ne, so weit runter muss ich doch nicht. Ich muss hier rein. Das heißt, so weit runter muss ich nicht, weil hier das kann ich ja noch zubauen. Genau. Passt soweit. Dann kriegt der Gute noch Strom. Strom können wir ihm ja von unten geben. Bekommt Strom. Jawohl, machen wir 3x3 Feld. Den lassen wir auch erstmal an. Aus. Jetzt machen wir gerade mal von Zeitklick, machen wir uns noch ein bisschen Kabel. Dafür brauche ich noch ein paar Bricks. Ich hoffe, dass ich noch welche habe. Irgendwo müsste ich bestimmt noch ein paar Bricks haben. Da oben habe ich noch Bricks. Das heißt, du einmal raus. Ich hoffe, dass es ausreicht. Oh ja, es reicht gerade so aus. Reicht es aus? Bitte, bitte. Ah, 4 Stück. Ja, es reicht. Gut, Glück gehabt. Kabel. Dafür brauchen wir die Nuggets. Die Nuggets dürften wir eigentlich noch haben. Genau, passt. Machen wir 18 Stück, reicht. Und somit haben wir uns nochmal 8 gemacht. Die reichen. Und ich bin voll, aber ist nicht schlimm. Räumen wir direkt gleich mal auf. Gehen einmal hier runter. Sprich, das Kabel geht. Du, 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 du. Und somit sollte hier eigentlich rein theoretisch. Was rausfließen? Oder fließt da nichts raus, weil du nichts hast? Gravel. Ja, fließt raus. Fließt hier rein. Genau. Und dich müssen wir dann auch noch ansteuern mit einem Filter. Wo habe ich die Filter hingetan? Ich weiß, wo die Filter sind. Der hat meinen Item Collector hier aufgefangen. Das heißt, komm, das machen wir mal da rein, da rein, da rein. Du da rein, passt. Ist die Frage, ob ich die dann getrennt auch ansteuern werde. So, momentan steuere ich ja alle 4 an. Alle 3 aktuell. So, passt. Warum fange ich auf? Achso, ja. Machen wir hier zu. Dann dürfte eigentlich da nichts passieren. Somit läuft die Geschichte, oder? Gut, der macht jetzt aktuell nichts, weil er aus ist. Das heißt, wenn wir ihn anmachen und ihn anmachen, bekommt er Gravel. Und es verteilt sich dann so querbeet. Oh, das ist so richtig geil. Das gefällt mir. Das heißt, ihn müssen wir noch ausmachen. Ich muss ja nicht wissen, wo er. Das ist ja richtig gut. So, da kann man nichts einsammeln, wollen wir voll sehen. Jetzt machen wir aber hier erstmal wieder aus, weil der Welt ruckzuck gefühlt. Das ist ja Wahnsinn. So, das heißt, wir werden uns dann nächste Folge uns das Thema anschauen, wie wir dann praktisch diese Items weiterverarbeiten. Und ich bin jetzt einfach so frei und mache mir Platz, indem ich das, was ich nicht brauche oder wo ich denke, ich kriege es ja sowieso in Massen, schmeiße ich weg. Das weiß, das war mal weg. Komm, Paper haben wir mal weg. Wobei, komm, das Wut machen wir auch weg. Somit durch ruckzuck aufräumen. Die Geschichte werde ich dann offline aufbauen. Das ist ja das gleiche Prinzip wie die anderen Dinge auch. Da geht es eigentlich nur darum, dass wir uns dann praktisch so einen Automated User dann noch hier hinstellen, wenn wir dann zukünftig zusätzliche Dinge uns dann craften wollen oder sieben wollen. Zum Beispiel Dirt oder
Soul Sand können wir uns, glaube ich, noch durchjagen. Soweit alles in Ordnung. Gut. Dann sind wir eigentlich. Oh, nee, nee, nee. Diamant nicht Morph. Nicht Morph, ich. Nee, bitte nicht den Diamant. So. Das heißt, wir sind eigentlich soweit. Sauber. Haben wir da eigentlich einen Soundmuffler dran gemacht? Darunter? Schauen wir mal. Ich glaube nicht, oder? Nein, da ist kein Soundmuffler, das heißt. Da machen wir uns noch eine rein und somit ist das ein bisschen leiser. Sieht jetzt ein bisschen verlöchert aus, sage ich mal. Er produziert schön, das passt. Er läuft noch da hinten. Den werde ich dann manuell ausschalten müssen. Werde ich dann vielleicht auch über so ein Advanced, Redstone Advanced Interface mache. Ist ja nicht so teuer. Somit muss ich dann nicht immer da hinten hin, kann das dann komplett alles zubauen, passt. So, ich werde hingehen, werde das dann ein wenig verhübschen, sage ich mal. Das ein wenig verhübschen, da hinten unten zumachen. Werde das dann so zumachen, dass man da auch schön reingucken können. Schade, mir seht jetzt halt nicht den Mechanical User. Vielleicht setze ich den nochmal umsetzen da vorne hin, weil ist doch schon schön, wenn man den sieht. Gut, das Ding funktioniert. Den muss man ja nicht sehen. Der sieht ja automatisch da durch. Passt richtig wunderbar. Ja, richtig geil. Und somit kommen wir doch an einiges an Material zusammen. Das heißt, wir kommen an die ganzen Pieces dran, wir kommen an unser Redstone dran, wir kommen an Diamanten dran, Grains of Infinity, richtig gut. Also, so das Hauptmaterial, also Grundmaterial, das ist erstmal sichergestellt. Und nächste Folge geht es dann weiter, dass wir dann hingehen und uns das Thema anschauen, wie wir diese Geschichte weiterverarbeiten können zu Ingots, beziehungsweise wie wir das dann praktisch in unsere Drawer reinbekommen. Okay. Questtechnisch haben wir jetzt heute nicht viel gemacht, ist aber überhaupt nicht schlimm. Wir müssen ja die eine oder andere Vorbereitung erstmal treffen. Und die Vorbereitung haben wir jetzt getroffen. Wir haben hier das Thema Autosave. Klar, ich werde es mir trotzdem dann zusammencraften, werde es dann mir irgendwo als Gedenken da in die Ecke stellen. Hauptsache, ich habe meine Quest erfüllt und bekomme dann ein Lootbag. Und Lootbag ist auch so ein Thema, die werde ich dann auch noch öffnen. Habe ja das eine oder andere hier in der Kiste drin. Und mal schauen, vielleicht ist da noch was richtig Gutes drin. Okay, wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, lass doch einfach einen Daumen da. Anregung, Kritik immer wieder in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir gemeinsam hier dann die Geschichte hinten weitermachen, was unsere Automatisierung betrifft. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye bye.